Ich glaube, digitale Zwillinge werden erstmal in allen Phasen des Produktlebenszyklus in der nächsten Zeit eine ganz elementare Rolle spielen. Der sicherlich augenscheinlich schnellste Nutzen liegt im Bereich des Engineerings, der Produktentwicklung oder auch des Engineerings von Anlagen und Maschinen. Die Möglichkeit, hier frühzeitig durch die digitale Information, die man zusammenbringt, der verschiedensten Komponenten, eine Simulation, einen Testlauf durchzuführen, kann enorme Wertschöpfungsanteile erhöhen und ermöglichen und Potenziale im Bereich der Produktivität freisetzen. Die Chance besteht dann auch darin, diese digitalen Daten des Produktes, die im Engineering entstanden sind, oder beispielsweise auch eines Schaltschranks, auch für die Produktion des Produktes oder dieses Schaltschranks zu nutzen. Das wird heute schon gezeigt, dass das durchaus machbar ist. Im gesamten Standardisierungskontext gibt es natürlich viele, viele Felder, die in den Bereich der sogenannten digitalen Zwillinge auch gehen. Ganz elementar ist es natürlich erstmal die Semantik, die einer Beschreibung eines digitalen Zwillings hinterlegt ist, zu standardisieren, maschinenverständlich zu machen. Wir wollen ja letztendlich, dass sich digitale Entitäten untereinander austauschen können. Auch dafür braucht es dann wiederum Standards, wie ein solcher Austausch, eine solche Kommunikation stattfinden kann, wie die gesamte Beschreibung eines digitalen Zwillings oder auch der Verkettung von einzelnen Produkten in der virtuellen Welt aussieht. Wir haben heute erste Ansätze, die sehr, sehr vielversprechend sind. Die Nutzung von E-Class zur Klassifizierung, zur Beschreibung von Merkmalen, auch von digitalen Zwillingen, wird schon in Beispielapplikationen nachgewiesen. Automation ML ist eine gute Möglichkeit. Für die Kommunikation haben wir die als Basis OPC-UA. Standardisierung läuft in diesem Bereich, aber da gibt es noch viel Arbeit, die zu tun ist. Je mehr das Thema der digitalen Abbilder von realen Produkten und der Verwendung dieser Abbilder, dieser Digital Twins voranschreitet, umso mehr kommt natürlich auch die Frage auf, wie kann ich sicherstellen, dass ein digitales Abbild eines Produktes, das ich mir von einer Plattform im Internet herunterlade, wirklich das Abbild des Produktes ist, das ich auch erwarte. Wie kann ich sicherstellen, dass es sich hierbei um ein authentisches Abbild handelt? Und da gibt es natürlich schon viele Ideen, wie das funktionieren kann. Es gibt auch Beispiele natürlich in anderen Bereichen der Internetwelt, der Softwarewelt. Man kann über Zertifikate nachdenken, die diese Authentizität sicherstellen, die die sichere digitale oder virtuelle Identität dieses Produktes sicherstellen. Dann kommt natürlich wieder die Frage auf, wer verwaltet genau diese Zertifikate, wer kümmert sich dann darum. Da gibt es Ideen von Treuhandstellen, die man schaffen könnte. Es gibt aber auch durchaus Ideen, das komplett zu dezentralisieren auf Basis der Blockchain-Technologie, vielleicht sogar das vielversprechendste an dieser Stelle, um wirklich über Blockchains sicherzustellen, dass das digitale Abbild tatsächlich authentisch ist und dem entspricht, was ich auch erwarte und nicht irgendein Plagiat darstellt.